Moin aus dem schönen Niedersachsen und herzlich willkommen im Norden des Landkreises Rothenburg. Wir haben Mitte März 2023 und wir haben uns auf den Weg in das Elbe-Weser-Dreieck gemacht. Ziel an diesem Winterwochenende ist der Wohnmobilstellplatz am Fördersee in Bremervörde. Anfahren könnt ihr bequem über die B71 oder 74. Wir haben Bremervörde hier schon erreicht und sind bereits auf der Anfahrt zum Stellplatz, der ein Stückchen außerhalb des Ortszentrums, fast direkt am Fördersee, liegt. Nach eurer Ankunft könnt ihr gleich vorne bei der Einfahrt kurz halten und euch anmelden. Solltet ihr außerhalb der Öffnungszeiten ankommen, ist das auch gar kein Problem. Dann sucht ihr euch einfach eine schöne freie Stellfläche und meldet euch später an. So haben wir es auch gemacht und uns für eine Stellfläche im hinteren Bereich des Stellplatzes entschieden. Bremervörde erzielte vor rund 10 Jahren den deutschlandweiten Spitzenwert, was schlechtes Wetter betrifft, und wurde damals zum Schlechtwetterkönig des Jahres gekürt. Damit das nicht wieder passiert, haben wir die Sonne aus Ostfriesland direkt mitgebracht und können Mitte März draußen vor dem Mobil ein bisschen was Gesundes zum zweiten Frühstück genießen. Bilder und alles Wichtige zur Wohnmobilstation Bremervörde hier am schönen Fördersee gibt's natürlich gleich noch im Video. Wir wollen uns nun erstmal aufs Rad schwingen. Vorne beim Servicegebäude befindet sich eine große Übersichtstafel mit Tourenvorschlägen. Eine der ganz beliebten Routen von hier aus ist die Tour nach Grepel, wo man sich von Mai bis Oktober mit einer der letzten von Hand betriebenen Pramfähren über die rund 25 Meter breite Oste ziehen lassen kann. Wenn ihr in dieser Zeit hier seid, fahrt da unbedingt mal hin. Wir haben uns heute für eine Rundtour um Bremervörde entschieden, die allerdings noch vor unserem Kästchen ein jähes Ende fand. Eine gerissene Kette hat unsere Pläne zunichte gemacht. Ohne passendes Werkzeug und einen Fahrradladen, der am Samstagvormittag nicht geöffnet hat, war das Thema Radfahren an diesem Wochenende für uns erledigt. Das Ganze war zwar etwas ärgerlich, aber auch ohne Fahrrad kann man hier direkt vom Stellplatz aus so einiges unternehmen und angucken. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wie vorhin schon gesagt, liegt der Stellplatz in unmittelbarer Nähe zum Fördersee. Der schöne See hat eine Fläche von 50 Hektar und in knapp 4 Kilometern hat man den See auf gut ausgebauten Wegen umrundet. Dem See direkt angeschlossen ist der kostenlos zugängliche Natur- und Erlebnispark Bremervörde. Im Sommer gibt es üppig blühende Themengärten,
wie zum Beispiel ein Rosen- und ein Rhododendron-Garten. Spiellandschaften für Kinder, weitläufig angelegte Grünflächen und eine Seebühne machen den Fördersee zu einem beliebten Treffpunkt. Wer sich für die Apotheke der Natur interessiert, sollte unbedingt beim Apotheker- und Bauerngarten vorbeischauen. Der befindet sich beim Haus am See. Beim Haus am See handelt es sich um eine historische, originalgetreu am See wieder aufgebaute Hofanlage aus dem Jahre 1860 mit einem Restaurant unter dem Reetdach. Im Sommer kann man auf der großen Terrasse auch ein Kaffee oder ein Kaltgetränk mit Blick auf den See genießen. Ganz in der Nähe vom Haus am See befindet sich auch die Welt der Sinne. Geöffnet war das Haus der Sinne jetzt im März noch nicht. Im April sind die Türen hier am Wochenende wieder auf. Es gibt hier viel zu entdecken. Unter anderem ein Dunkelcafé, eine Klang- und eine Fühlhütte, ein Steinlabyrinth und eine große Partnerschaukel. Wer möchte, kann in der Saison jeweils sonntags um 14 Uhr an einer kleinen Führung teilnehmen und viel Interessantes aus der Welt der Sinne erfahren. Wer möchte, kann in der Saison jeweils sonntags um 14 Uhr an einer kleinen Führung teilnehmen und viel Interessantes aus der Welt der Sinne erfahren. Wir genießen noch ausgiebig die herrliche Märzsonne und einen schönen Blick auf den Fördersee. Vom Fördersee bzw. vom Wohnmobilstellplatz am Fördersee ist man in rund einem Kilometer in der Ortschaft. Bremervörde mit seinen rund 19.000 Einwohnern liegt, wie vorhin schon gesagt, im Herzen des Elbe-Weser-Dreiecks. Bremen und Cuxhaven sind keine 70 Kilometer entfernt. Nach Bremerhaven sind es knapp 50. Und Stade erreicht man in weniger als 30 Kilometern. Bis nach Kleinhelgoland braucht man gar nicht zu fahren. Kleinhelgoland findet man direkt hier. Durch Bremervörde fließt die Oste, an der man entlang, wie vorhin schon erwähnt, unter anderem nach Grepel fahren kann. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten und Touren hier rund um Bremervörde, wie die Waldentdeckertour, die Geestroute oder die Ostekulturroute. Das Rad mit heiler Kette kann man hier gut dabei haben. Wir sind zurück am Fördersee und dem Wohnmobilstellplatz Bremervörde, den wir euch jetzt natürlich auch noch zeigen wollen. Die Wohnmobilstation Bremervörde liegt, wie schon erwähnt, direkt am wunderschönen Fördersee, etwas außerhalb der Ortschaft, und bietet Stellflächen für 40 Mobile. Betreiber des Stellplatzes ist die Bremervörder Beschäftigungsgesellschaft, die in diesem sozialen Betrieb Menschen, denen der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt aus individuellen Gründen verwehrt ist,
die Möglichkeit zu sinngebender Beschäftigung und Qualifizierung gibt. Durch die Benutzung eines Stellplatzes tragt ihr direkt zum Erfolg des Projekts der Bremerförder Beschäftigungsgesellschaft bei. Das Team der Wohnmobilstation ist total engagiert und bemüht und mit Herz und Seele bei der Sache. Die Stellplätze sind auf Rasengitterstein und die Parzellen unterschiedlich groß bemessen. Auch größere Fahrzeuge finden hier eine passende Stellmöglichkeit. Markise, Tisch und Stühle finden Platz. Eure Vierbeiner sind auf dem Wohnmobilpark willkommen. Sie finden hier reichlich Möglichkeiten zum Gassi gehen und sind schon in der Stellplatzgebühr enthalten. Der Stellplatz ist das ganze Jahr für uns Camper geöffnet. Der Platz ist nachts beleuchtet und kostenloses, gut funktionierendes WLAN gibt es ebenfalls auf allen Plätzen. Im vorderen Bereich gibt es ein Servicegebäude. Die sanitären Anlagen sind öffentlich zugänglich. Bei unserem Aufenthalt war aber trotzdem immer alles sauber und ordentlich. Und das Team vom Stellplatz hat immer ein Auge darauf, dass hier alles vernünftig ist und bleibt. Wer die Dusche nutzen möchte, muss sich vorher einen Schlüssel an der Rezeption besorgen. Am Außenhahn hier am Gebäude könnt ihr auch eure Gießkanne mit Wasser füllen, wenn ihr etwas Nachschub im Wassertank benötigt. Die Ver- und Entsorgung mit Bodeneinlass ist sehr einfach, aber es funktioniert alles und man kann die Entsorgungsstation durchfahren, sodass umständliches Rangieren entfällt. Auch hier kann man Frischwasser zapfen. Stromanschlüsse sind ausreichend vorhanden. Wer Strom benötigt, muss das kurz bei der Anmeldung sagen. Der Stromanschluss wird dann freigeschaltet und mit 4 Euro pro Tag berechnet. Je nach Stellplatz können ein paar Meter Kabel nötig sein. Wir haben unseren Stromanschluss dabei. Und die Sonne, die wir ja aus Ostfriesland mitgebracht haben, sorgt für reichlich Nachschub. Wir haben bei unserem Aufenthalt 14 Euro Stellplatzgebühr bezahlt. Darin enthalten ist die Entsorgung, das Frischwasser, das gut funktionierende WLAN, eure Vierbeiner und die Nutzung der sanitären Anlagen. Wer heiß duschen möchte, zahlt 2 Euro. Einkaufsmöglichkeiten findet ihr in rund 1 Kilometer Entfernung in der Ortschaft. Beim Edeka gibt es einen großen Parkplatz, wo man auch sehr gut mit dem Mobil zum Einkaufen parken kann. Noch ein Tipp. Wenn bei euch die Bordküche kalt bleiben soll, können wir euch das griechische Restaurant Parthenon empfehlen. Da haben wir sehr gut und lecker gegessen. Ziemlich vollgefuttert sind wir zurück beim Stellplatz und genießen noch ein wenig die bald untergehende Sonne am Fördersee. Alle wichtigen Infos zu diesem Stellplatz findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sind natürlich auch weiter unterwegs und berichten euch von unseren Touren. Wenn ihr wieder dabei sein wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Kostet auch in Bremerförde nichts und so verpasst ihr keines der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, sagen wir herzlichen Dank für euren Daumen nach oben. Schaut doch mal bei Instagram und Facebook rein und folgt uns da doch auch. Tschüss aus Bremerförde, tschüss vom Fördersee. Bis zum nächsten Mal.